Moin. Nach langer Pause können wir wieder, wenn auch mit Abstand, in die Kirche zum Gottesdienst und zum Abendmahl gehen. Für mich ist das ein ganz großes Geschenk. Das erinnert mich an das Volk Israel, das sich auf jedes Jahr auf den Weg zum Tempel nach Jerusalem machte. Schon unterwegs trafen sie viele Freunde und Bekannte und es war sicherlich ein sehr fröhliches Begrüßen. Ich denke, durch diese Corona-Zeit ist uns wieder neu bewusst geworden, wie wichtig die Gemeinschaft im Gottesdienst ist. Ich habe zwar auch schon gehört, dass gesagt wurde, man kann Gott auch in der Natur und im Wald anbeten und begegnen. Dazu braucht man keine Kirche. Klar, ein Spaziergang in der Natur ist wunderbar. Und mancher hat diese Zeit vermehrt dazu benutzt, sich an der Schöpfung Gottes zu freuen. Ich schätze es auch beim Walken mit Gott zu reden, also zu beten. Aber jetzt, nach der langen Zeit ohne Gottesdienst, in denen ich live dabei bin, ist es mir wieder bewusst geworden, wie wichtig mir die Gemeinschaft, das gemeinsame Gebet und die gemeinsame Anbetung in der Kirche ist. Wir können ja leider noch nicht laut mitsingen, aber das kommt auch wieder. Aber in unseren Herzen stimmen wir doch alle in das Lobpreis mit ein. Mir geht seit einiger Zeit ein Lied von Manfred Siebert nicht aus dem Kopf, das meine Gefühle widerspiegelt. Da heißt es unter anderem: In deinem Haus bin ich gern, Vater, wo du mein Denken füllst. Da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Du weist mich nicht hinaus. Nichts kann mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Wenn die Israeliten dieses Lied schon gekannt hätten, hätten sie es sicher auch auf dem Weg zum Tempel nach Jerusalem gesungen. Salomo, der den Tempel in Jerusalem gebaut hatte, wollte Gott ein Haus bauen. Denn er, Salomo, hatte einen prächtigen Palast. Und Gott und die Bundeslade waren nur in einem Zelt untergebracht. Das war praktisch auf der langen Wüstenwanderung des Volkes. Aber nun im verheißenen Land am Ziel sollte Gott auch ein würdiges Haus haben. So baute er den Tempel in Jerusalem, indem er das Beste vom Besten verbaute, alles zur Ehre Gottes. Aber mal ehrlich, wie kann man Gott in einem Haus, und wenn das noch so groß und prächtig ist, einsperren? Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, das ist doch viel zu klein für ihn. Ich denke, das ist auch wieder so ein Beweis der Liebe Gottes zu uns. Denn wir brauchen einen Ort, an dem wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist. Ein Ort, an dem wir gemeinsam anbeten können. Doch Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall zu finden. Er ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Gott ist also gegenwärtig, wenn ich beim Walken mit ihm rede. Sein Versprechen ist aber auch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb freue ich mich, dass ich wieder in die Kirche gehen und dort mit anderen gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns am Sonntag im Gottesdienst sehen.